Vorschau Rote Rosen 4/November 2020. David befürchtet von Amelie einen weiteren Racheakt. Doch kurz vor Prozesseröffnung erhält er eine überraschende Nachricht. Mona weiß nicht, wie sie mit Andreas Betrug umgehen soll. Sarah versucht derweil zu vermitteln, um die Familie zusammenzuhalten. Amelie verbringt einen Wellness-Tag mit Lilly. Als die Schülerin wieder heimkommt, erkennen Ben und Tina sie kaum wieder. Simon versucht, Ellen zu umgarnen, damit sie ihm durchs Studium hilft. Vorschau Rote Rosen 5/November 2020. Auf Mona wartet der nächste Bitterschlag. Sie erfährt, dass Andreas bereits seit 16 Jahren eine Beziehung mit Tatjana führt. Gute Neuigkeiten für David. Die Anklage wurde fallen gelassen und auch Gunther kommt langsam zu dem Schluss, dass Amelie hinter der Intrige steckt. Weiter lässt sie sich zu einem abfälligen Spruch über Schwule hinreißen und verletzt damit Anton. Auch Ben merkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und will von Tina wissen, was mit Anton vorgeht.